Chemnitz. Ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen eingerichtet bei Robert auf dem Hof, weil im Bus wird es langsam ungemütlich. Deshalb habe ich jetzt ein eigenes Zimmer hier. Vielen Dank an Robert und die Devotees hier, Dwagadish und Gudrun. Und vielen Dank auch an Krishna Chaitanya, der hat mir ein neues Mikro geschenkt. Und da kann ich jetzt richtig gute Aufnahmen machen mit guter Tonqualität. Ich wollte jetzt das gleich mal nutzen, das Mikro, und ein bisschen Update geben über die Astrologie-Situation. Da gibt es nächste Woche einen großen Umbruch. Und zwar sind da zwei große Planeten, die ihre Häuser wechseln. Das eine ist Rahu, ein Schattenplanet, der alles vergrößert und verstärkt. Der geht für die nächsten anderthalb Jahre in den Krebs, kommt vom Löwe und wechselt am 6. November. Und dann der Jupiter, der geht vom Skorpion zum Schütze, und zwar am 9., 8., 9. November für ein Jahr. Und das hat, also da wechselt, da ändert sich einiges im Leben. Von jedem Einzelnen gibt es so ein paar Umbrüche, je nachdem, in welchen Häusern das ist. Da gibt es halt dann speziell in diesen Häusern, in diesen Themenbereichen eine Transformation, eine Veränderung. Und es ist auch interessant, weil der Jupiter, wenn der wechselt jetzt am 8. November, dann gibt er vorher einfach noch ein kleines Geschenk für jeden Einzelnen. Jupiter ist immer, der gibt Segnung. Und Rahu auch gibt Transformation, er gibt einen richtigen Schub für Transformation. Und dann, je nachdem, wenn jetzt Rahu zum Beispiel in eurem ersten Haus wandelt, also wenn ihr Krebs-Aszendent seid, dann gibt es eine persönliche Transformation in den nächsten anderthalb Jahren. Oder wenn ihr, was weiß ich, je nachdem, in welchem Haus Rahu dann jetzt einsteigt, da gibt es eine Veränderung, Verstärkung, ja, in diesem Lebensbereich. Generell kann man sagen, jetzt in der Welt, dass Rahu war jetzt im Löwe und hat sozusagen alles verstärkt, was König sein, der Führer hat die gestärkt, ne? Vor allen Dingen als Weltführer ist Amerika immer noch, und hat das praktisch total ins Zentrum gestellt und da eine künstliche Verstärkung kreiert, ne? Sich künstlich wichtig nehmen, in Szene setzen und überhöhen. Und jetzt, wenn Rahu in den Krebs geht, dann geht es mehr um das Weibliche, was da verstärkt wird, vor allen Dingen das Emotionale. Die Menschen werden sehr viel emotionaler sein jetzt für die nächsten anderthalb Jahre. Und das kann man verschieden ausdrücken. Auf der einen Seite ist es sehr gut, um eine tiefe Spiritualität zu kultivieren und Liebe und Hingabe zu kultivieren auf einer spirituellen Ebene und auch Intuition. Auf der anderen Seite kann man es auch sehr materiell ausdrücken durch Sentimentalität. Ja, dass man also, das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten anderthalb Jahren sehr viel einfach auch mehr Unterstützung geben für die Unterdrückten, für die Armen und so weiter. Also das wird auch, das heißt nicht, dass das negativ ist, das ist total wertvoll und wichtig, aber es ist halt manchmal übertrieben ausgedrückt. Ja, man sieht einen Bettler und gibt ihm gleich 100 Euro, weil man denkt, ich will jetzt unbedingt helfen, und im Nachhinein denkt man sich dann, okay, war das wirklich gut so? War das geschickt eingesetzt, das Geld jetzt, und habe ich ihm damit wirklich geholfen, solche Dinge. Und der Jupiter geht in Schütze, und Schütze ist sein Zuhause. Das heißt, es ist eine super Zeit zum Lernen. Es ist eine super Zeit, um zu studieren, um Wissen anzunehmen oder auch weiterzugeben. Sehr, sehr gute Zeit, philosophisch im Tiefgang zu gehen und auch Spiritualität und Religion zu praktizieren, verschiedene Rituale zu praktizieren und ja, zu studieren. Und global wird es einfach einen Effekt haben. Jupiter war jetzt im Skorpion und war, die Überzeugungen waren recht emotional geladen. Und das wird jetzt ein bisschen mehr geklärt, abgeklärt. Also es zählen dann mehr die Fakten. Man schaut mehr philosophisch neutral auf Dinge. Aber je nachdem auch, was sein eigener Hintergrund ist, ja, wenn man jetzt groß geworden ist in einer sehr dogmatischen Kultur oder Familie, dann wird das eben auch mehr ausgelebt und mit Überzeugung vertreten. Und
Und das kann also auch je nachdem einen bestimmten Effekt haben. Auch Rahu im Krebs, der Effekt kann sein, so dieses Mitgefühl für alle, aber wenn das auf einer energetisch nicht so niedrigen, nicht so hohen Ebene ist, dann ist es mehr so dieses Ich und mein, meine Familie, meine Nation. Also es kann total auch in so einen Protektionismus und Nationalismus entfliehen, so, ne, je nachdem. Genau, aber eigentlich am meisten relevant ist, was es in unserem eigenen Leben an Veränderungen bringt. Seid gespannt, und wenn ihr mehr wissen wollt, welche Häuser da jetzt betroffen sind in eurem speziellen Chart, dann könnt ihr gern ein persönliches Chart von mir machen lassen. Ja, liebe Grüße euch allen aus Ochtendorf.